Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik und zwar über einfache Schaltungen. Heute wollen wir uns über den Stromfluss unterhalten. Stromfluss in irgendwelchen Geräten, sonst irgendwas. Ja? Ein einfaches Gerät oder ein einfacher Teil, wo Strom durchrennen kann, ist sowas. Draht, ja? Stück Leiter. Man kann sich so ein Stück Leiter, wenn man es mit einer Wasserleitung in Analogie bringt, mit einer Wasserleitung vergleichen. Wenn ich in einer Wasserleitung da eine gewisse Menge Wasser hineinschicke, kommt hier welche Menge Wasser raus? Die gleiche natürlich. Wenn da 10 Liter einrennen, müssen da 10 Liter rauskommen. Weil dazwischen gibt es ja keine Abzweigung, wo ein Wasser irgendwie verloren gehen könnte. Genauso ist es mit den Strömen, den Ladungsträgern. Wenn ich hier eine gewisse Menge an Ladungsträgern hineinschicke, muss hier die gleiche Menge an Ladungsträger herauskommen. Und das ist Stromfluss. Das heißt, wenn da ein gewisser Strom einrinnt, kommt da hinten genau dieser eine gewisse Strom auch wieder heraus. Ja? Bei einem Leiter ist relativ logisch. Ja? Besonders, wenn ich so gerade mache. Ja? Was ist, wenn ich den jetzt so vernudelt? Ja? Ist dann irgendwo etwas anderes? Ist dann irgendwas besonders anders? Na, ganz einfach, ist ja logisch, ne? Weil nur weil das, wenn ich hier keine Wasserleitung, sondern einen Schlauch habe und den aufwickle, ist ja das genau das Gleiche, ja? Also hier, was hier hineingeht, kommt hier auch wieder raus, ja? Und wenn ich einen Knopf mache, in den Leiter, back, das ist nach wie vor das Gleiche, ja? Und ich kann euch sagen, das ist egal, wie das ausschaut. Das muss kein Knopf sein da. Ja? Kein Knoten. Das kann auch ein Bauelement sein, so wie das hier, das ist ein Peltier-Element. Wenn hier eine gewisse Strommenge hineinrennt, kommt die da wieder raus. Ganz egal, was da drinnen ist. Ja? Das kann auch ein komplizierteres Gerät sein wie das da, das ist ein DC-DC-Wandler. Wenn hier eine gewisse Strommenge hineinrennt, kommt genau die gleiche Strommenge hier auch wieder heraus. Ja? Das ist so. Ja? Weil da drinnen werden keine Ladungsträger irgendwie gespeichert. Wir lernen später ein Element kennen, nämlich einen Kondensator, wo das dann doch geht. Aber nur, wenn man es wirklich mikroskopisch betrachtet, sag ich mal. Im Großen und Ganzen gilt in jedem Zeitpunkt, der Strom, der hineinrinnt, kommt auch wieder heraus aus einem Teil. Ja? Das gilt für einen Draht, genauso wie für jedes Bauelement, was irgendwie angeschlossen ist. Das gilt für ganze Städte, wenn es sein muss. Okay? Diese Regel, die das besagt, ja, ist genau nach diesem Ding da benannt. Das ist die sogenannte Knotenregel. Und die werden wir jetzt kurz sprechen, werden wir jetzt kurz aufstellen, also Knotenregel. Diese Knotenregel wurde postuliert oder wurde entdeckt oder formuliert, sagen wir besser, von einem gewissen Gustav Kirchhoff. Ja, das war ein Physiker und der hat eben das als eines seiner Gesetze erkannt. Das ist die sogenannte erste Kirchhoffsche Regel. Ja. Oder Eichhoffs erstes Kirchhoffsches Gesetz. Also im Endeffekt geht es darum, was reinrinnt, muss auch wieder rauskommen. Ja. Und zwar genau in dem Moment. Okay, das ist nämlich das Interessante daran, die Knotenregel. Also wenn wir irgendwo einen Knoten haben, und ein Knoten kann so etwas Einfaches sein, wie ein Verbindungsstück zwischen mehreren Drähten. Da haben wir ein paar Drähte, die gehen da in den Knoten rein. Dann denke ich mir eben die Hüllfläche des Knotens, okay? Da gibt es eine gewisse Abgrenzung. Ja?
Das ist der Knoten. Und die Drähte, in den Drähten kann natürlich Strom rinnen. Ja, wo ja, wenn sie das nicht wollen, wenn es keine Drähte werden. Ne? Also es rinnen da Ströme. Und ich zeig, wir zeichnen die jetzt einfach irgendwie ein. Ja? Irgendwie ganz wild zeichnen wir die ein. Ja? Puh, ist wirklich wild. Ja? Also wir können hier zum Beispiel einen Strom I1 schicken wir hier. Einen Strom I2, einen Strom I3, einen Strom I4. Ja? Das sind so die Ströme mit unseren Bezugssinnen, haben wir ja schon darüber gesprochen, gell? Wie die da um den Knoten, in den Knoten, aus den Knoten herumströmen. Ja? Und jetzt gilt, die Knotenregel besagt, alles was hineinrinnt, kommt auch wieder irgendwo heraus. Okay? Das heißt, ich zähle alle Ströme zusammen, die hineinrinnen. Weißt du was? In diesem Fall ist das I1 plus I2 rinnt hinein in die Knoten, I3 rinnt nicht eine, I4, ja, I4 rinnt hinein in die Knoten. Ja. Das ist einmal alles, was hineinrinnt. Ja. Und das muss gleich sein wie alles, was herauskommt. Schauen wir nach, also das ist gleich. Schauen wir nach, was alles rausgeht. I1 geht rein, na, I2 geht, I3 geht raus, ja, I3 geht raus. Geht sonst noch was raus? Na, geht nichts mehr raus. Buck. Ja, das ist die Knotenregel angewandt auf diesen exemplarischen Knoten. Okay? Alles, was hineingeht, muss auch wieder herauskommen. Man kann auch sagen, die Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe aller abfließenden Ströme. Wenn man die Sache nur vorzeichenbehaftet auch sieht, ja, dass man sagt, okay, alles was einrinnt, wird positiv gezählt und alles was wegrinnt, wird negativ gezählt, ja, dann kann man überhaupt sagen, die Summe aller Ströme ist gleich 0. Okay? Streiche durch den Nuller, dass man sieht, dass es ein 0 und nicht ein AO ist. Die Summe aller Ströme ist gleich 0. Gilt, wenn ich eben die hineinrinnenden positiv, also das angewandt auf diesen Knoten, würde ich zum Beispiel sagen, hineinrinnen positiv, I1, ja, I2 plus rinnt eine, I3 rinnt außer, also minus I3, ja, plus I4 rinnt eine, ist gleich 0. Ja, das wäre dies angewandt. Ja. Das sind die zwei Repräsentationen der Knotenregel. Sagen eigentlich eh das gleiche aus, wenn man da das I3 auf die andere Seite bringt, bin ich wieder da rum. Ja. Was leichter ist für den oder diejenige, die das anwenden wird, es ist wurscht. Ja. Okay, Knotenregel heißt das. Ja. Was ist jetzt der Knoten? Da in dem Fall, ich meine, das ist auch Knoten, da gilt das auch. Ne? Wenn das ist, wenn ich da einen Knoten rundherum lege, das was hineinrinnt, ja, kommt auch wieder raus, in dem Fall ist es halt gleich. Ja. Da kommt da raus, I1 ist gleich I2. Und da, mit dem würde da rauskommen, I1 minus I2 ist gleich 0, also ist gleich. Ja. Also kann so einfach sein wie das hier ein Knoten. Ja. Und ein Knoten kann furchtbar kompliziert sein. Ja. Ein Knoten kann eine wirklich wüde elektronische Schaltung sein, obwohl das jetzt nicht so wüde ist wie das da zum Beispiel. Ja. Nehmen wir das hier als Knoten. Ja. Sagen wir hier. Das wäre unser Knoten. Das ist jetzt da eindeutig komplizierter, wie wenn man nur irgendwie. Was einzeichnen? Ja. Ich zeichne das jetzt einfach auch so. Und als Repräsentant schreibe ich wilde, wilde Schaltung.
Da haben wir zwei Anschlüsse, da haben wir zwei Anschlüsse. Da gehen Kabel hin, ja, da gehen Kabel hin. Da geht's zu. Okay. Und auch hier, wenn wir uns das so vorstellen, dass da wieder Ströme hineinrinnen, Ströme rauskommen. Ja, da haben wir I1, da haben wir I2, da haben wir I3, da haben wir I4. Einfach wild durchnummeriert, irgendwie angenommen mal, Knotenregel angewandt auf diese Schaltung. Okay. Nehmen wir das, Summe I ist gleich 0, also hinein, das rinnt hinein in den Knoten, jawohl, I1 ist positiv. I2 rinnt raus aus dem Knoten, I2 ist negativ, minus I2. I3 rinnt hinein, plus I3, ja, und I4 kommt raus, minus I4. Ist gleich 0 Ampere. Ampere haben wir da natürlich vergessen. Einheiten, Einheiten. Strom, Ampere. Wissen wir noch hoffentlich. Ja, also, diese wilde Schaltung da, wie gesagt, das können ganze Städte sein. Das ist komplett egal. Ich muss nur wirklich jedes Draht erwischen, jeden möglichen Leiter, der aus diesem Knoten heraus, hinaus oder hineinführt, ja, und musst du dann Stromfluss eben einzeichnen. Dann gibt es. Ja. Erste Kirchhoffsche Regel, Knotenregel, wird uns bald helfen, irgendwelche Leitungs- und irgendwelche Anordnungen zu lösen, ja, zu berechnen. Knotenregel also. Ja. Das nächste Mal, ich meine, jetzt steht schon da, erstes Kirchhoffsches Gesetz, es wird wohl mehrere geben. Ja. Weil sonst wäre es blöd, wenn ich sage, erstes. Ja. Ich sage ja nicht erstes Ohmsches Gesetz. Ja. Es ist Ohmsche Gesetz, weil da gibt es eines. Ja. Es gibt also zumindest ein zweites Kirchhoffsches Gesetz und dieses zweite Kirchhoffsche Gesetz, die sogenannte Maschenregel, ja, werden wir das nächste Mal im nächsten Video besprechen. Für dieses Mal danke ich mal für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.